Du blickst durch das Ammo-System bei Tarkov nicht mehr so richtig durch und du willst einfach nur wissen und verstehen, welches die beste ist? Dann bleib dran, in diesem Video erkläre ich, welche Ammo sich lohnt und warum. Battlestate Games hat vor einiger Zeit das Ammo-System mal wieder geändert und genau das führt nun auch wieder dazu, dass manche Ammo, die bisher super war, nicht mehr wirklich zu empfehlen ist und einige Ammo, die bisher eher untergegangen ist, lohnt sich umso mehr. Ich beziehe mich bei meiner Einteilung auf die aktuelle Ammo-Statistik von Gigabeef, die ich dir hier kurz einblende und die du natürlich auch in meiner Videobeschreibung findest. Kurz vorweg, ich betrachte die Rüstung beim Einteilen immer mit den besten Platten, die man in die Armor einsetzen kann. Achtet also bitte darauf, dass die Haltbarkeit und der Verschleiß der Platten mittlerweile auch eine Rolle spielt. Nicht jede Klasse 6 Platte ist gleich gut wie andere, weil alle untereinander unterschiedliche Werte haben, was Verschleiß durch Beschuss gewisser Munition und Haltbarkeit angeht. Um das abzukürzen, für jede Klasse die beste Platte, die ihr aktuell haben könnt, ist für Klasse 4 die Monoclete PE, für Klasse 5 die GAC-3S-15M und für Klasse 6 die Kalt Termit. Die Listen dazu findet ihr aber auch in der Videobeschreibung. Steigen wir aber nun auch direkt ein und beginnen von den Schwächsten zu den Stärksten. Den Anfang in der Kategorie F macht hier die 6B2 Flora, die Packer Rivals und die Modul 3M. Diese sind alle Light Armor der Klasse 2 und schützen dich nicht vor wirklich viel, außer vielleicht ein paar Pistols oder Crap Buckshot Munition. Jetzt kommen wir zwar auch wieder zu weicher Rüstung, die aber etwas besser ist, und zwar die 6B5-16. Diese hat Klasse 3 Rüstung in der Front, Klasse 2 Rüstung auf der Rückseite und um den Hals. Sie ist alles in allem besser als die bisherigen, aber meiner Meinung nach trotzdem nur in der Kategorie F, weil es eben leichte Rüstung ist und gerade im Rückenbereich quasi gar keinen Schutz bietet. Den ersten Schritt in den Bereich der brauchbaren Rüstung, gerade bei Wipestart, macht hier die Kulon. Da sie überall Klasse 3 Rüstung bietet, dafür ist sie aber ziemlich schwer. Eine bessere Wahl wäre hier die DRD Packer. Diese bietet auch Klasse 3 Rüstung über das gesamte Rig, ist aber dafür mit ihren 4 Kilogramm sehr leicht. Was für mich hier klar einen großen Vorteil bietet, vor allem wenn ich mich erstmal vorrangig gegen Scavs schützen möchte. Und somit landet diese Light Armor in Kategorie E. Weiter geht's mit ein paar beliebten Light Armors, die man häufiger gerade im Early Wipe sieht. Und zwar haben wir hier die 6B3TM01 und die 6B5-15. Die 6B3TM hat zwar Klasse 4 Rüstung vorne, aber Schutz für den Hals ist nicht existent und im Rückenbereich haben wir nur Klasse 2 Rüstung, wodurch sie hier einfach in Kategorie E fällt. Ähnlich ist es bei der 6B5-15. Diese hat zwar überall Klasse 4 Rüstung, mit der Armoränderung von BSG und den Bereichen, die diese jetzt abdeckt, gerade durch die Masse an weicher Rüstung, ist die mit ihrem Gewicht und ihrem kleinen Rig einfach nicht mehr so gut wie vor der Änderung. Gehen wir aber weiter in Richtung brauchbare Rüstung und springen in die Kategorie D. Hier haben wir 5 Rüstungen, die MBSS, die TTSK, die HPC, die Hexgrid und die Plateframe GE. Sie haben alle keine weiche Rüstung, allerdings können wir sie mit Platten bestücken bis Klasse 6. Durch das Fehlen der weichen Rüstung unter den Platten ist diese zwar ultra leicht, wenn wir das aber im Großen und Ganzen sehen, gibt es deutlich bessere Rüstungen, die wir tragen können, wo mehrere Bereiche geschützt sind und wir durch Soft Armor zusätzlich geschützt werden. Dazu aber mehr in den nächsten Kategorien. Wenn ihr jetzt aber Wert auf das Gewicht legt und möglichst wenig Debuffs zum Snipen, um immer wendig fürs Ausweichen zu bleiben und so weiter, sind diese auch eine Überlegung wert, gerade dadurch, dass ihr sie mit guten Platten ausstatten könnt. Die Plateframe ist hier einen Tick besser als die anderen, da ihr diese auch noch mit Sideplates bestücken könnt. Als erstes in Kategorie C haben wir die OTV Interceptor Armor. Diese hat Klasse 2 weiche Rüstung im vorderen und Rückenbereich, aber dadurch, dass wir hier auch wieder bessere Platten einschieben können und sie uns somit gegen schwere Kaliber schützen kann, hat sie einen kleinen, aber feinen Vorteil gegenüber den vorherigen. Etwas besser ist hier aber die 6B231 und die 6B232. Diese haben weiche Rüstung im Nacken- und Tiefschutzbereich. Aber aufgrund des Schnitts ist man hier leider etwas eingeschränkt, was die Platten gerade im Frontbereich angeht. Dadurch, dass wir hier als höchste die Korund VMK Front einsetzen können, die als Klasse 6 Platte wesentlich schwerer zu bekommen ist als die anderen Platten. Aber wenn ihr nach etwas günstigem sucht, was vor Scavs, aber auch vor Spielern schützt, ist sie auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Aber bitte bedenkt, dass jetzt im Endwipe meist Munition gespielt wird, wogegen auch die Soft Armor nicht mal ansatzweise etwas schützen kann. Nochmal etwas besser hier sind die Kirasa und die 6B13. Bei der Kirasa habt ihr die Möglichkeit, auch hier die etwas unspezifischen Klasse 6 Platten einzuschieben und ihr habt hinter den Platten noch Klasse 2 Rüstung im Front- und Rückenbereich sowie um den Hals. Alle diese verbindet aber eine große Schwäche, weswegen ich sie alle schlechter einschätze als die nächsten, die kommen, und zwar haben diese halt alle keinen seitlichen Schutz. Jetzt kommen wir zu den etwas besseren, aber immer noch in Kategorie C, weil diese jetzt zwar seitlichen Schutz bieten, aber auch nur Klasse 2 als Soft Armor drunter haben. Das sind einmal die SUG, die Osprey MK4A, die RBAV AF, die ANA M1
und auch die Korund VM, weil wir mit dieser nach den Änderungen vom BSG jetzt weniger Soft-Armor-Schutz im Brustbereich haben, beziehungsweise hier einfach weniger dadurch abgedeckt wird. Dies macht hier die nächste, die TV110, besser, auch wenn wir hier keinen seitlichen oder Bauchschutz haben, ist hier doch durch die Änderungen der Soft-Armor jetzt mehr im Bereich der Brust durch Soft-Armor geschützt. Und ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, wenn mein Leistenbereich geblackt wird, sterbe ich nicht. Auch nicht, wenn mein Bauch geblackt wird. Aber wenn meine Brust geblackt wird, sterbe ich nach einem weiteren Treffer darauf. Ihr merkt selbst, dass mit der Armor ist gerade optisch etwas verwirrend, wenn man die neuen Bereiche, die geschützt sind, nicht kennt, die BSG nun mittlerweile festgelegt hat. Aber gerade unter der Berücksichtigung dieser Änderungen schafft diese es als erstes in Kategorie B mit der TV115 zusammen. Beide haben halt aber trotzdem keinen seitlichen Schutz. Die etwas besseren mit seitlichem Schutz sind die MMAC, die Banshee, die Strandhawk und die A18 Skander. Deswegen kommen wir jetzt auch zu den nächsten, die ich aber auf dasselbe Level schiebe, auch wenn diese besseren Schutz haben, aber dafür sind die unfassbar schwer, sodass der Debuff, unter dem wir dann leiden, sie meiner Meinung nach auch nicht viel besser macht als die letzten vier in dieser Kategorie. Und zwar sind das die Redut T5, die Gen 4 Full, die 6B43 und die Tor 1C. Natürlich ist das auch immer abhängig davon, welches Strange Level ihr bereits habt, aber jemandem mit Level 30 Strange oder darunter würde ich diese Armors auf jeden Fall nicht empfehlen. In der Kategorie A kommen diese Armors jetzt, weil das die ersten sind, die Klasse 3 Soft Armor unter den Platten haben. Wir starten hier mit der Trooper, der Defender 2, der AVS und der Killer Armor. Diese sind gute Rüstungen, gerade wegen der Klasse 3 Soft Armor unter den starken Platten, die wir hier einsetzen können. Allerdings haben wir hier wieder keinen seitlichen Schutz. Die nächsten, die kommen, sind auch gut, gerade wegen dem seitlichen, Tief- oder sogar Armschutz. Auch hier haben wir etwas erhöhtes Gewicht, aber die Debuffs sind lange nicht so schlimm, wie zum Beispiel bei der eben genannten Gen 4 Full etc. Bei den vier Rüstungen hier würde ich sagen, liegt es ein wenig an eurem Ranking, wie wichtig euch eher der Armschutz oder zum Beispiel der Leistenschutz ist. Ansonsten sind diese alle ähnlich gut und führen hier die Kategorie A an. Das sind einmal die Redut, die Zuck, die Gesell K, die Gen 4 Assault, die Gen 4 HMK, die Bagani, die Ana M2, die Tor CRV und die Osprey MK4P. Die ganzen Rüstungen in der Kategorie sind alle wirklich gut. Welche genau ihr nehmen solltet, hängt wieder davon ab, auf welche Protection Areas ihr wirklich Mehrwert legt. Und kommen wir damit zur letzten Kategorie und den besten Rüstungen, die ihr meiner Meinung nach aktuell spielen könnt und solltet. Diese haben nämlich alle eine spezielle Eigenschaft. Die haben Soft Armor Klasse 3 unter den Platten, sind aber auch speziell damit verbunden. Das heißt, diese folgen den Schutzbereichen der schweren Platten rund um den Armpit-Bereich. Das sind einmal die Tagillarig, die Tactec und die Slick. Aber last but not least kommen wir zu meinen beiden Favoriten aktuell. Das sind einmal die Cry Precision CPC und die Ars Armor CPC Mod 1. Diese beiden haben Klasse 3 Soft Armor auch in den Seiten und wir können 6er Platten in die Seiten- und Front- und Rückenbereich packen. Und wenn uns also jemand in den Bauch schießt, müssen die Kugeln hier trotzdem immer erst durch die Klasse 6 Plates, bevor sie zur Soft Armor durchdringen. Egal, ob ihr von vorne oder hinten oder durch die Armpits getroffen werdet. Ihr habt hier zwar keine extra Hitbox für die Arme, den Hals oder den Tiefschutz, aber ihr bekommt diese extra Brust-Hitbox rundrum, was euch hier den kleinen, aber feinen Vorteil bringt. Und das waren auch schon alle Rüstungen, die wir haben. Und ich weiß auch, dass das alles etwas schwer verständlich ist, wenn man sich mit den Hitbox-Bereichen der einzelnen Rüstungen nicht groß beschäftigt hat. Aber dafür dieses Video und ich hoffe, ich konnte euch das so simpel und trotzdem aufschlussreif wie möglich vermitteln, ohne euren Kopf zum Qualmen zu bringen. Das war's von mir an dieser Stelle. Checkt auch gerne meinen Twitch und meine Socials ab. Solltet ihr Fragen haben, schaut gerne in meinem Discord vorbei und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bin's wie immer, euer Gani. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.